Leon Martinschuk. Kannst du uns sagen, wie es dazu kam, dass du in die erste Mannschaft bei Hertha gekommen bist? Ja, ich denke, dass ich in der zweiten Mannschaft ganz gute Leistungen gezeigt habe und die Länderspielpause kam mir da entgegen, dass da ein paar Torhüter wegfallen und deswegen konnte ich jetzt mitwirken bei der ersten Mannschaft. Bei Hertha haben schon viele große kroatische Spieler gespielt, wie Šimonjić, wie Kovac. Wie stolz macht dich das, dass du auch als Kroate jetzt bei Hertha BSC spielst? Ja, es macht mich sehr stolz. Das sind natürlich große Namen, aber da muss ich auch erstmal hinkommen, dass ich denen da in die Fußstapfen treten kann. Wer ist zurzeit der beste kroatische Spieler bei Hertha BSC? Filip Uremović und Sunic, die sind beide wirklich sehr, sehr gut und ja, die können einem auch noch viel mitgeben auf jeden Fall. Hast du Kontakt mit denen oder trainiert ihr zusammen? Ja, wir trainieren eigentlich so ziemlich jeden Tag zusammen und ja, so auf dem Trainingsplatz spricht man auf jeden Fall ab und zu. Trefft ihr euch auch neben dem Platz in der Freizeit? Oder? Das jetzt wirklich nicht. Kannst du uns ein bisschen über deinen Fußballweg erzählen? Wo hast du mit Fußball angefangen? Welche Station bist du durchlaufen, bis du dann zu Hertha kamst? Ja, ich war zuerst bei BFC Preußen. Das ist ein kleinerer Verein hier in meiner Gegend, in Steglitz, in Langwitz. Da war ich dann 6 Jahre. Dann bin ich in der U13 damals zu Tennis Borussia gewechselt. War dann da bis zu U15, 2 Jahre oder 3. Und dann bin ich zu Hertha gekommen in der U15 und seitdem spiele ich halt bei Hertha und habe alle Mannschaften ab der U15 durchgelaufen. Du bist jetzt der feste Torwart in der zweiten Mannschaft, hast aber auch schon mit der ersten Mannschaft mittrainiert. Was glaubst du, was erwartet dich jetzt in der näheren Zukunft bei Hertha? Das wird man sehen. Ich habe ja Vertrag bis 2024 und man wird sehen, was passiert. Genaueres kann ich dazu noch nicht sagen, aber ich denke, dass wenn es weiter gut läuft, dass mein Weg bei Hertha auf jeden Fall weiterführen kann. Zurzeit ist die WM in Katar. Siehst du dich irgendwann vielleicht auch mal bei einer Weltmeisterschaft spielen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe große Ziele und auch Träume. Und Träume sind da, um dafür gelebt zu werden. Hertha kauft sich normalerweise immer Spieler von außerhalb, aber du bist ein Hertha-Eigengewächs. Was sagst du jetzt? Ja, ich denke, das was gut ist. Also auch wenn man bei Hertha die Jugendmannschaften durchläuft, dann lernt man auf jeden Fall schon sehr, sehr viel. Und man ist ja als Eigengewächs auch dafür da, um mitzuhalten bei den Großen, die gekauft werden und sich da auch zu beweisen. Du bist 1,88 Meter groß und auch einer der jüngeren Spieler bei den Profis. Was sagst du, ist das eine gute Größe für die Profis? Ja, ich denke auf jeden Fall, das ist eine gute Größe. Größer geht halt immer irgendwie als Torwart, aber ich denke auf jeden Fall, ich bin jetzt nicht der Kleinste und auch in Luftduellen kann ich die für mich entscheiden auf jeden Fall. Du hattest jetzt dein Debüt bei dem Pokalturnier und konntest dann 11 Meter halten. Wie war das für dich? Ja, war ein sehr schönes Gefühl, auch dass ich da den 3. Platz gesichert habe und da in dem Sinne auch irgendwie der Held war, auch wenn es jetzt nicht das beste Turnier war, was wir gespielt haben, aber trotzdem war es ein schöner Einstand für mich und war was sehr Schönes, was ich mir auf jeden Fall für immer im Kopf behalten werde. Für welches Land würdest du dich dann entscheiden, für das Deutsche oder für das Kroatische? Hrvatska. Was glaubst du, was ist der größte Unterschied zwischen dem deutschen Fußball und dem kroatischen Fußball? Ja, der deutsche Fußball ist sehr, sehr taktisch geprägt und ich habe das Gefühl, bei den Kroaten ist halt noch mehr dieses Zocken, dieses Fußball miteinander spielen und auch ein bisschen mehr drauf losspielen auf jeden Fall. Du hast jetzt einen Vertrag bis 2024. Ist das für dich schwer, 7 Tage die Woche auf dem Niveau zu trainieren? Nein, Fußball ist meine Leidenschaft. Ich habe das Gefühl, auch manchmal dafür bin ich geboren worden einfach. Und wenn du das seit klein auf jeden Tag machst, dann bist du auch sehr dankbar, dass du auch so oft unter solchen Bedingungen auf jeden Fall trainieren kannst. Kennst du Enver Maric und was sagen die Spieler von Hertha zu ihm? Also persönlich kenne ich ihn nicht, aber wenn ich Geschichten höre von den Torwarttrainern, die erzählen immer sehr, sehr viel von ihm und was er denen selber auch beigebracht hat, als sie aktive Spieler waren. Und der ist da auf jeden Fall noch in einigen Köpfen und die haben auf jeden Fall, die Torwarttrainer, vieles von ihm mitgenommen und vieles gelernt und das tragen die auf uns weiter. Du bist zwar in Berlin geboren, aber deine Mitspieler sehen dich mit Sicherheit als Kroaten. Ja, wie sehen die dich? Wie gehen die mit dir um? Ja, für die bin ich halt Kroate und darauf bin ich auch stolz und ja. Kannst du uns ein bisschen von deinem Trainingsalltag erzählen, wie schwer das für dich ist, ob es da auch schwerere Tage gibt, leichtere Tage? Ein bisschen von deinem Trainingsalltag. Ja, zuerst haben wir halt immer Torwarttraining, bis die Mannschaft halt die Torhüter braucht in den Spielformen.
Und so ansonsten, das Training ist schon oft sehr, sehr hart. Und deswegen, aber wir haben eine gute Belastungssteuerung und wir haben auch sehr oft regenerative Einheiten. Und das wird dann alles so getaktet, dass es auf jeden Fall gut belastbar ist für die Spieler. Gibt es außer dir noch Kroaten, die zurzeit in der ersten Mannschaft gesetzt sind? Filip Uremović und Ivan Sunic. Gibt es in der zweiten Mannschaft noch Kroaten außer dir, die im Team gesetzt sind? Muris Čović. Wie sieht's aus? Wann gehst du nach Kroatien? Gehst du im Sommer nach Kroatien? Und bist du dabei, Kroatisch zu lernen? Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Im Urlaub bin ich halt immer jedes Jahr in Kroatien und ja. In Berlin sehr, sehr viele Fußballtalente, aber viele von denen schaffen es dann leider nicht bis zu den Profis. Was würdest du sagen, was ist der entscheidende Grund, warum du es bis nach oben geschafft hast? Als allererstes habe ich es noch nicht ganz geschafft. Der Weg ist trotzdem noch ein sehr, sehr langer, ein sehr, sehr harter. Und man muss einfach klar im Kopf bleiben. Du musst dich jeden Tag darauf fokussieren, dass du deine Ziele erreichen willst. Und darfst dich halt nicht ablenken lassen von falschen Freunden oder falschen Leuten um dich herum. Hast du ein Fußballidol oder jemanden, zu dem du aufguckst? Ja, ich fand eigentlich früher immer Iker Casillas ganz gut, aber wenn ich so mir die heutige Generation angucke, dann denke ich schon, dass Manuel Neuer auf jeden Fall ein Torwart ist, zu dem man aufblicken kann. Manuel Neuer ist auch regelmäßig in Kroatien und hat da seine Freunde. Wie findest du das? Ja, ist eigentlich ganz cool. Und ganz lustig auf jeden Fall, dass er sich mit Kroatien identifizieren kann. Vor einem Elfmeter, was geht dir da durch den Kopf? Überlegst du dir vorher links, rechts, Mitte oder hast du da irgendwie einen Plan vorher? Ja, wir kriegen oft Analysen von den Gegnern, wo die als letztes hingeschossen haben. Und die kriegen wir vorher halt vor den Spielen angezeigt. Und da springe ich dann halt meistens hin, wo er als letztes hingeschossen hat oder welche Ecke er halt in der Regel favorisiert. Noch eine private Frage. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie sieht es neben dem Training mit privater Zeit aus? Hast du Zeit, um mit Freunden rauszugehen, um dich an öffentlichen Sachen teilzunehmen? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal am Tag Training haben, dann treffe ich mich schon ab und zu mit Freunden. Dann gehen wir was essen, gehen wir was trinken in einem Café oder spielen Playstation, irgendwie sowas. Aber wenn wir halt zweimal am Tag Training haben, dann gehe ich lieber nach Hause, schlafe mich aus und muss mich wieder auf den nächsten Tag vorbereiten. Jetzt im Augenblick ist ja die WM in Katar. Hast du irgendeinen Favoriten und was sagst du dazu, dass so viele Außenseiter sich so stark gezeigt haben? Ja, ich finde es erstmal erstaunlich, wie viele Mannschaften gut mithalten können mit den vermeintlich großen Mannschaften. Favoriten kann ich jetzt noch nicht so klar sagen. Es gibt viele Mannschaften, die wirklich sehr, sehr guten Fußball bis jetzt gespielt haben. Auch Kroatien, Brasilien, das sind sehr starke Mannschaften bis jetzt. Also ja, Frankreich ist auch noch top. Also ich denke mal, eine von den drei Mannschaften wird es machen.